Der Lieferumfang der F&V LED Videoleuchte HDVZ96, den Namen muss man sich merken, besteht also aus folgenden Komponenten. Also einmal halt eben der LED Videoleuchte selbst, dann haben wir hier zweimal die Diffusoren bzw. ein Diffusor, um das Licht halt ein bisschen weicher zu machen, das normale weiße Licht, und dann noch ein Kunstlichtfilter, das ist dieser hier, und dann haben wir noch den Adapter, um eine weitere Videoleuchte anzubringen. Man kann also hier diese Videoleuchten untereinander kombinieren. Das heißt, man kann sie also nebeneinander zusammenstecken und halt eben auch zum Beispiel hier etwas mehr Licht dann erzeugen. Dafür benötigt man halt eben diesen Adapter. Und dann haben wir noch eine Blitzschuhhalterung, die man dann praktisch dafür verwendet, dass man die Videoleuchte oben auf der Kamera befestigen kann. Zeige ich noch alles im Video hier, wie das geht. Das nur mal hier zum Lieferumfang. Das Wichtigste vorab, das was Sie jetzt hier sehen, ist also der komplette Lieferumfang dieser LED-Videoleuchte. Sie bekommen auch nichts anderes dazu. Das heißt also, die Stromversorgung hier hinten befindet sich also dafür ein Stromanschluss bzw. ein kleiner Anschluss. Dafür benötigen Sie also ein Netzteil mit einer 2,5 mm Klinke, so 5,8 bis 18 Volt. Oder Sie können halt eben optional einen sogenannten Sony-Akku mit der Bezeichnung NP-F560, 750, 970 hier hinten einsetzen, und das ist dann ein Akku, der so aussieht. Wie gesagt, der ist optional erhältlich, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Sie halt eben diesen Akku schon besitzen und müssen das Ganze jetzt halt eben dann hier praktisch beschicken, ne? Wie man so schön sagt, diesen kleinen gelben Hebel einfach runterdrücken, dann kommt hier das Aufnahmeteil raus, wo man den Akku dann einfach einsetzt. Moment, war das auch richtig rum? Nein, das ist falsch rum. Einfach kurz einmal andrücken, hinten reinklicken, und dann haben Sie das Ganze jetzt schon hier mit Strom versorgt. Wie gesagt, das nur als Hinweis. Nicht, dass Sie die Karton aufmachen und denken, mein Gott, wo ist denn da der Strom? Ne? Wo soll der Strom denn herkommen? Wie gesagt, das ist halt eben das nackte LED-Videoleuchten-Set, was Sie hier bekommen. Die beiden Streuscheiben, also einmal diesen Diffusor, den wir hier haben, und dann einmal den Kunstlichtfilter, den befestigt man an der Vorderseite einfach hier. Das geht mit Magneten. Die sind diese Punkte, die gegenteiligen Enden befinden sich dann hier auf der Streuscheibe, und dann wird das Ganze einfach hier angesetzt, und das hält natürlich auch, da geht nichts ab. Da müssen also keine Angst haben, dass es abfällt. Das ist ein Magnet, das ist auch kein großes Gewicht, was da gehalten wird. Und dann wird das Ganze einfach hier dann so angebracht. Jetzt schauen wir uns mal kurz nochmal die Rückseite an. Und das eigentlich auch nur aus dem einen Grund, damit ich Ihnen hier oben noch einmal dieses kleine Rädchen zeigen kann. Hier befindet sich nämlich der Ein- und Ausschaltknopf. So, einmal Klick, das Ganze wird dann angemacht. Und mit dem Regler hier bestimmen Sie dann natürlich auch die Intensität bzw. die Leuchtstärke. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man das Ganze dann einfach einschaltet. LED-Leuchte an, und dann hier bis dann praktisch die gesamte Lichtstärke dann bis auf Anschlag hier einstellbar ist. Sie können also sehen, dass man hier die Lichtstärke dann dementsprechend sehr fein einstellen kann und auch schön justieren kann. Der Kunstlichtfilter wird natürlich genauso angebracht. Hier einmal abnehmen, Kunstlichtfilter drauf, zack, einschalten. Und schon können Sie damit loslegen. Das kann ich jetzt hier so ein bisschen schlecht rüberbringen. Das Licht ist halt eben weicher, gelber, und das kann man jetzt hier leider nicht so gut sehen auf dem weißen Tisch und den weißen Scheinwerfern hier in diesem weißen Studio mit dem weißen Licht und dem dunkel gekleideten Moderator. Wie gesagt, auch das wird dann hier einfach so angebracht. Und jetzt bringen wir uns das Ganze hier nochmal eben bzw. die Videoleuchte einfach hier auf einer Kamera an. Da haben wir dann diesen Adapter für den Blitzschuh, den wir dann einfach hier wie in einen normalen Blitz praktisch dann oben einfach in den Blitzschuh reinstecken können und dann hier auch mit einem Rädchen dann einfach festdrehen. Vielleicht sollte man das vorher noch mal eben losdrehen, bevor man das anbringt. So. Dann festdrehen. Und hier oben an der Seite haben wir dann noch mal so ein kleines Rädchen zum Feststellen der Videoleuchte selbst. Die bringen wir dann einfach hier unten an dem Gewinde, was sich hier befindet. Und so, bis das Ganze dann einmal greift. Zack, sehen also wirklich, dass es kinderleicht ist, und mit dieser Schraube hier an der Seite können Sie dann den Kugelkopf
beziehungsweise dieses kleine Gelenk, was wir tun, das richtig festmachen, damit Sie auch sehen können hier, dass das dann einfach so in der Position ausgerichtet ist, wie Sie das brauchen. Macht natürlich jetzt gerade hier an dem Aufbaubeispiel überhaupt keinen Sinn. Ne? Ist halt eben seitlich, aber man weiß ja nicht, was Sie da filmen oder halt eben auch teilweise fotografieren möchten. Dementsprechend können Sie das dann halt eben hier einfach an diesem Gelenkkopf dann einstellen. Ich mache das nochmal eben los. Also das Ganze geht wirklich dann einmal ums eigene Gelenk und dann hier in diesem Winkel können Sie das Ganze dann einstellen. Also können die Lecke anleuchten. Sie können also einfach hier so zur Seite oder halt eben auch frontal oder halt eben etwas höher oder von hier vorne vielleicht so ein bisschen an die Wand gegenüber. Und dann, wenn Sie die Position gefunden haben, die Sie benötigen, dann drehen Sie das Ganze einfach hier fest und schon ist das Ganze hier dann einsatzbereit. Wenn Sie jetzt noch eine weitere LED-Videoleuchte hier anbringen wollen, weil Ihnen vielleicht halt eben dann die Power bzw. die Leuchtkraft noch nicht ausreicht oder Sie halt eben irgendetwas ausleuchten müssen, was noch ein bisschen weiter weg ist oder etwas größer ist, wie auch immer, da wird dann an der Seite einfach hier dieser Adapter angebracht. Der ist natürlich jetzt auch nur für diese F&V-LED-Videoleuchten gedacht und in dem Augenblick, wo ich das Ganze dann hier anbringe, kann ich dann praktisch hier mit diesem Adapter einfach zack, upsala, Moment, so ansetzen, zack, einmal rauf und jetzt ist das Ganze hier oben befestigt. Hier an der Seite kann ich Ihnen das zeigen und dann würde man praktisch jetzt hier das gegenteilige Stück einsetzen und dann können Sie ja so eine richtige Wand aufbauen mit diesen LED-Videoleuchten. Wenn Sie das Ganze wieder lösen möchten, dann müssen Sie einfach hier dann diesen Knopf drücken und die Videoleuchte, die Sie dann hier oben reingesetzt haben, einfach wieder abnehmen und den Adapter selbst, den nimmt man einfach so wieder ab, indem man einfach runterdrückt, aus der Verankerung herausnimmt und dann kann man halt eben das Ganze dann wieder weglegen und die zweite Videoleuchte logischerweise auch. Ja, das also jetzt hier war die LED-Videoleuchte, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Das ist also die HDVZ96 von F&V. Das ist eine sogenannte Ultracolor-Tagesdichtleuchte mit einem Kunstlichtfilter und mit einem Diffusor und mit einem Adapter und natürlich auch halt eben hier mit dem Blitzschuh-Adapter, damit Sie das Ganze halt eben auch dann an der Videokamera bzw. an der Video-DSLR anbringen können.